Yo, herzlich willkommen zu einem neuen Review. Diesmal geht's um Chris Xmas. Oh, ich habe da schon meine Bedenken damit gehabt. Also ich habe es bereits schon vorher gehört, als der Patch rauskam, habe ich es auch schon gehört, was da rauskommen sollte. Und zwar die Chris Xmas. Diesmal sollte die Chris Xmas rauskommen. Fand ich ein bisschen eigenartig. Ich dachte, die alte Chris, also eben halt das Knife. Aber diese Chris, die gefällt mir nicht so sehr. Ich kann es euch eigentlich nicht so sehr empfehlen, weil... Warum haben die AWM Xmas, die M14 New Xmas und die Schaufel Xmas das gleiche Design, also diese gleichen Farbkontraste? Außer die Chris Super wie Xmas oder einfach nur Chicago. Chicago, nein. Warum hat die eine andere Farbe? Das ist total kacke gemacht. Und das regt mich eigentlich auf. Und naja, holt euch einfach, denn die Chris Xmas an sich ist eigentlich sonst richtig okay. Ich würde auch gerne eine Chris haben, denn ich liebe einfach die Chris. Es ist die geilste SMG, die ich je gesehen habe, je gespielt habe. Selbst in Black Ops spiele ich die am liebsten, also Black Ops 2. Und ja, ihr bekommt sie auf jeden Fall durch die 2012 X Mega Crate. Diese 2012 Mega Crate hält, also ich sag dazu 2012, 2013, weil sie ja noch Mitte Januar reingeht. Auf jeden Fall, 5 Crates kosten 6000 CP, 10 kosten 11500 CP, 30 kosten 31500 CP und 50 kosten 49050 CP. Ja, das ist leicht überteuert, meiner Meinung nach. Vielleicht ist auch Crossfire ein bisschen zu geldgeil, aber was weiß ich. Naja, ist ja nicht wirklich von der Rolle jetzt, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Punkt Power. Es ist eigentlich genauso wie die normale Chris Super V, nur eben halt, sie hat eine andere Farbe, also einen anderen Skin und eben halt mehr Munition, 5 plus, also 5 Bullets plus und ja, sagen wir mal so, von der Close Range her auf den Kopf macht sie an die 83 bis 94 Damage, auf den Oberkörper macht sie an die 26 bis 28 Damage, auf die Füße macht sie an die 14 bis 16 Damage. Ja, sie ist in 2,3 Sekunden, also in 2,3 Sekunden lädt sie nach, so viel braucht sie. Ja. Nachladen tut sie in 2,3 Sekunden, so meinte ich das. Full to empty mag, also sie ist leer in 2,7 Sekunden, sie hat 160 total Bullets. 160? Wie rechne ich denn? Doch, 100. Was soll ich? Kann nicht mehr rechnen. Sorry Leute, doch 160. Scheiße. Ja, also 40 zu 120 Munition hat sie. Naja, es ist eine SMG. Sie schießt auch recht schnell in der Sekunde. Also das ist schon what the fuck mäßig. Also One-Tappen fällt mir damit wirklich schwer. Allgemein, man kann damit gar nicht One-Tappen, denn sie macht ja nicht mal 100 Damage auf den Kopf. Was zur Hölle? What the fuck? Egal, so. Sie ist automatisch, mit Rechtsklick bewirkt ihr leider nichts. Von der Ranger, also ihr könnt wirklich auf Distanz noch gerade so zocken, also wenn ihr lang genug mit der Chris spielt. Ihr müsst euch aber festlegen, mit welcher Chris, denn ich finde, man muss sich wirklich für eine Waffe entscheiden, mit der man lange spielt, dann kann man auch wirklich gut damit spielen. Ihr merkt es selber vielleicht, es dürfen nicht nur ein, zwei Monate sein, es ist doch Kindergarten. Das muss länger sein. So als ob ihr eine Beziehung führt mit der Waffe, also ihr müsst sie lieben. Ganz ehrlich, die Chris Super ist eine schöne Waffe. Ich würde gerne Kinder mit dir machen, aber ich glaube, mein Magazin ist jetzt zu groß dafür. Aber, ja, Eigenlob stimmt. Recoil her. Ihr seht's, ihr habt's schon gesehen, wie sie an die Wand sprüht. Oder eben halt allgemein so sprühen. Man kann sehr gut damit durchlaufen und sprühen kann man perfekt damit. Jeder hatte sie schon in der Hand. Also die normale Chris Super auf jeden Fall. Jeder hatte sie. Das ist auch eine der meist gekauften und meist modifizierten Waffen in ganz Crossfire, aber die meist modifizierte ist immer noch die M4 und das ist auch geil. Meine Fresse. Ja, vom Aussehen, wie gesagt, das gefällt mir nicht so sehr. Die Kontraste passen nicht zu den anderen Xmas Waffen. Das ist ein bisschen billig und das war auch schon, also in EU gab es die schon seit letztem Jahr, also finde ich ein bisschen billig. Egal. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank an IceScree, der mir seinen Account geliehen hat. Der Bengel hat geile Waffen auf seinem Account auf jeden Fall. Natürlich Limited Waffen. Das ist echt hammer krass, wie viele er gewonnen hat dadurch. Aber hoho, dieser Account hat echt krasse Waffen, ich muss schon sagen. IceScree, Dankeschön an dir. Und das war's von mir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und nochmal an IceScree, ich kann mir oft genug sagen, denn der Bengel hat echt einen krassen Account.
Ich bin schon fast eifersüchtig, aber ich werde meinen Account niemals eintauschen. Glaube ich. Glaube ich wirklich. Außer der hat dann natürlich meine Waffen zehnfach. Okay. Bis dann. Schaut das nächste Review, wenn ihr zum Beispiel die M14 Xmas oder New Xmas, wie die auch immer heißt, oder die AWM ADV Xmas habt, dann meldet euch bei mir. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dann.